Leute, was geht ab zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Killertyp. Und ja, nach langem bin ich wieder zurück bei einem Fortnite-RP und heute bin ich ja in meiner Stadt und heute ist der Purge, also ist eine Nacht alles erlaubt. Aber wartet, ich bekomme gerade einen Anruf. Ah, das ist der liebe Football Road, der hat mir gerade geschrieben, dass er einen WhatsApp-Account hat. Ja, den schaue ich mir mal kurz an, den seht ihr jetzt gerade eingeblendet. Ja, Leute, ich bin jetzt hier schnell auf WhatsApp gegangen, um euch das zu zeigen. Hier seht ihr Killertyp Management. Ja, das ist der liebe Football Road, mein Manager. Und jetzt zeige ich euch noch meinen Kanal. Der hat nämlich schon 9 Abonnenten. Der hat auf jeden Fall echt cool ausgeschaut. Und checkt den gerne ab. Ich habe jetzt auch einen WhatsApp-Kanal. Da werde ich regelmäßig irgendwas hochladen. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir mal so ein kleines Quiz. Wer ist gerade der Hauptbösewicht in Fortnite? Ist es Antwort A, die Vorbotin? Oder ist es B, dieser Typ hier, der die ganze Fortnite-Insel essen wird? Oder ist es Antwort C, Kato Thorn, der die ganze Insel in eine Zeitschleife bringen wird? Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Die Leute, die es richtig haben, werden im nächsten Video gegrüßt. Und damit würde ich sagen, legen wir gleich mit dem Video los. Bis dann. Ciao. Like das Video. Guten Morgen, auch schon hoch. Hä? Klopft das auch? Auch schon hoch? Wer bist du? Hey, Killertyp. Ja? Hey, aufwachen. Ja, hallo. Du heißt Killertyp. Wir sind jetzt seit 3 Wochen auf diesem Camp und du weißt noch immer nicht, wie ich heiße. Was ist denn das? Ja. So, Killertyp, deine Mutter kommt dich jetzt ab. Also hier für dich noch danke. Ist nicht heute auch Purge? Ja. Ach nein. Was ist das, Rainer? Genehmigt. Ja, auf jeden Fall, dann hoffe ich, kommt jetzt auch meine Mutter. Könnten Sie mir noch da mein Zeugnis bringen jetzt? Mir auch. Das Zeugnis ist so schlecht. Willst du es draußen? Ja, gehen wir gleich. Nein, das ist privat. Welche Störungen hat der Typ? Hallo, warum habe ich Störungen? Ja, nicht du. Aber das ist kein Typ. Ja, wie Bürger, oh Gott. Hallo, gehen wir ins Sekretariat, bitte. Ich hab heute Burger essen. So, dann gehen wir jetzt ins Sekretariat, Herr Lehrer. Wissen Sie überhaupt, wo das ist, oder haben Sie sich so angesoffen? Also, was sind das für Unterstellungen? Ist meine Mutter gleich. Ah, ja, Kindchen. Ja, hallo Mutter, mir geht's... Das ist ja meine hübsche Mutter. Hallo. Wie geht's dir? Schau, was ich mal gelernt habe, einfach so zu tricksen. Ich glaube, ich muss mit deiner Mutter mal alleine reden. Okay, das ist nicht so schlimm. Darf ich noch kurz meinen Sohn umarmen? Ja, okay. Wollen Sie nicht lieber mich umarmen? Gehen Sie bitte weg. Ja, bitte. Klopf mir einfach nur ein, das ist ja peinlich. Könnten Sie mir jetzt mein Zeugnis geben, bitte? Ich glaube, hier war das Sekretariat. Ich war ein bisschen schlimm, deshalb. So, ja, gib mir jetzt endlich. Hier. So. Ja, hier. Das ist mein Schlafzimmer. Also, dann nehme ich mir einfach deine Zeitschrift raus, oder? Ich sehe das gleiche nur von dir. So, Matt. Ich. So, hier ist das Zeugnis. Wo? Geben Sie es einfach meiner Mutter. Ah, danke. Hier, hübsche Mutter. Danke. So. Killertyp, schöner Purge. Ja, wer ist denn das da? Auf Wiedersehen, komisches Mädchen. Ich weiß, wo es schon erfolgt. Bunker. Ja. Mit dieser Bocci da, oder? Ja, dann das ist ein komisches fahren wir jetzt einfach mal. Okay. Mutter, wirst du heute wieder in der Nacht arbeiten müssen? Ja, leider. Also muss ich wieder alleine sein. Papa, hübsche Mutter. Aua! Entschuldigung! Diese Typen da waren sehr komisch, glaube ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zu Hause. Wie war's denn mit der Nacht? Ja, sehr schön.
Ah, du, ich sehe schon, du hast ein paar Vorkehrungen getroffen. Ja, ja. Wenn der Purge losgeht. Danke auf jeden Fall, dann steigen wir mal aus. Ah, hallo Seppel. Ja, ich bin's, der Seppel. Ja, wie geht's? Ja, eh gut. Hast du dir jetzt die Haare gefärbt? Ah, Seppel! Ja, hallo, servus. Wie geht's euch? Gut. Und dir? Ja, super, ich. Was hast du so gemacht, währenddem wir im Internat waren? Ich hab da hinten in meiner Mistkübel gut geschlafen. Ich habe auch irgendwie gesehen, dass du irgendeine Welt auch gerettet hast, oder so. Ja, das weiß ich nicht, aber ein Mistkübel da, schlaf ich gut. Hast du den Müll gerettet? Ja, da gibt's immer was Gutes zu essen. Ja, bitte, die habe ich im Internat ein paar bekommen. Und ein paar Zucker, das ist gut. Wirst du halt purgen oder eher nicht? Nein, ich schlafe einfach. Okay, dann wünschen wir dir alles Gute. Ja, machst du es gut. Mama, sperrst du mir schon auf, bitte? Ja, warte ganz kurz. Ich muss dir mal deine extra Wünsche machen. Ich muss noch feilen. Wirklich, Mutter? Ja, ich komme ja schon. Du musst jetzt dann wieder gleich fahren, das nervt. Was jetzt aufpasst. Soll ich dann noch diese Metallplatten überall an den Fenster? Ja, wenn es geht, ich bin oben ziemlich gerade. Passt. Okay. Dann mache ich jetzt um. Haha, super. Dann mache ich das jetzt einmal und. Oder wann musst du jetzt fahren? Sag mal. In einer halben Stunde. Schon. Bitte beeil dich. Und bitte schnell. Warte, dann tue ich noch schnell zocken und nachher baue ich dann alles auf. Ja. Mutter! Hey! Was hab ich gemacht? Sorry. So. Schau mal, wie hübsch ich geworden bin. Ich fahre jetzt wieder. Schon leider. Okay, dann werde ich jetzt langsam. Wir sehen uns übermorgen erst. Übermorgen? Aber dann weißt du, soll ich dir nach dem Perch schreiben oder? Ja, das wird ein bisschen schwierig. Weil, wie du weißt, bin ich ja Sängerin und bloß Ärztin. Ja, aber bitte bring morgen keinen Vater nach Hause rein. Nicht so wie letztes Mal. So, dann werde ich jetzt mal alles mutieren, Leute. So, ciao, Mama. Tschüss. Ja, Leute, wir sehen uns dann eine Stunde später. Tschüss, Seppel. Ja, der ist, glaube ich, schon am Schlafen. Wir sehen uns dann eine Stunde vorm Perch. No. Frau Bürgermeisterin. Was ist? Ja, ich habe genug trainiert. Der Purge ist aber jetzt schon langsam. Schauen Sie mal. Oh mein Gott! Der Purge wird jetzt für immer da, Bürgermeisterin. Lassen Sie die Bürgermeisterin. Ja. Schauen Sie! Oh, du bist Ich habe jetzt keine Zeit. Töten Sie ihn! Oh, hat die Bürgermeisterin getötet. Schnell weg hier! Der Purge hat... Oh mein Gott, Hilfe. Das hat die ganzen Möbeln weggefetzt. Hilfe. Die fetzen ja hier die ganze Zeit rum. Ich habe das jetzt hier... Oh mein Gott, ich habe mich auch umgezogen. Ich glaube, ich werde diesen Purge nur in meinem Zimmer hocken. Da alles abgesichert, Leute. Ich muss aus dem Fenster schauen. Es ist jetzt schon... Oh mein Gott, da ist jemand. Was willst du von meinem Haus? Gar nichts. Bitte lassen Sie mich! Gott, ja, ist ja geistig krank. Ich glaube, ich gehe einfach in mein Gaming-Zimmer. Ich zock. Die Tür ist offen. Ich glaube, ich habe es jetzt zugemacht. Oh mein Gott. So schlimm hier, Leute. Ich muss mich verstecken. Oh, da ist jemand drin. Oh Gott. Sie darf mich ja nicht finden. Ich bin sonst tot. Schnell! Warum wollt ihr alle purgen? Ich geh schon raus. Der hat da überall Dynamit gelegt. Och nein. Ich muss mich hier verstecken. Was soll ich machen? Meine Mutter ist nicht da. Komm raus, Kindchen! Was ist da runter?
muss jetzt etwas riskieren. Oh mein Gott, wie schon. Ah! Ich bin im Feuer. Alles brennt, Leute. Ich habe auch keine Waffen. Es ist verschlossen. Da ist noch was. Leute, ich muss mich hier verstecken. Bis gleich. Gott, Leute, ich habe mich jetzt erholt. Das war so schlimm. Ich muss es jetzt nochmal versuchen. Aber ich gehe sicher nicht mehr mal zu meinem Haus. Ich muss den alten Seppel suchen. Das schaut noch normal aus. Ah! Seppel! Wer ist der? Ich bin's, der Killer-Typ. Okay, Killer-Typ, komm mal her. Komm mal her. Ah, heiß! Ja, komm mal her. Hä, das ist ja nur Fake-Feuer. Ja, das habe ich gemacht, damit sie alle abgelenkt haben. Und wer ist das da? Wer ist das da? Ja, hallo, ich bin der Blumi. Was ist mit dir? Ja, ich muss ja ein bisschen am Klo sein. Wer ist das denn? Ja, den auch ja ich bin sein. Der Blumi. Hallo, Blumi. Ich weiß es nicht. Hallo, ich bin der Blumi. So, jetzt ist er da und jetzt so passt es. So. Mich bringst du aber sicher nicht hier so. Nein, der Killer, wir sind der beste Freund. Okay. Was machst du jetzt, Killer? Kannst du mich ausbilden, bitte? Weil meine Mutter ist abgehauen mal wieder. Warum soll ich dir ausbilden? Ja, halt. Willst du ein Koch werden? Ja. Hast du eine Kochlehre? Nein, aber vielleicht kannst du mir so Waffen geben, weil da du bist. Na, ist eh klar. Schau her, da Killer-Typ, da hat immer ein paar Waffen. Okay, Da liegt er was, aber ich kann ja nicht einfach so da machen. Einfach Vorsicht, Killer-Typ, du schießt da nicht umeinander. So, du musst einmal zählen. Schau, zähl mal auf diesen komischen Öl. So. Ah. Jetzt schießt nicht auf alle Sachen da. So, da auf den Elch, ja. Ja, und da schießt du auf den Elch. Aber ja, ist ja gut. Hast du vielleicht auch so ein Purge-Gewand für mich, oder? Was willst du? Ein Purge-Gewand. Ich schau mich mal in diesen Gallo. Was ist denn da draußen los? Sind ja Explosionen. Ich tu mich mal da umschauen. Warte, ich glaube, da ist was. Ich zieh mich mal kurz um. Ja, da mein Outfit. Wie glaubst du, wie viel ist das wert? Gut schaust du aus. Wirklich ein gutes Outfit. Kennst du dich jetzt aus mit Schießen? Ja, schau. Ja, du bist ein Profi jetzt. So, wir müssen. Das ist ja gut. Wir müssen aufpassen. Da sind viele Sprengfallen. Da können wir explodieren. Verstehst du mich? Okay, dann gehen wir raus wieder. Aber ich finde, von wo hast du überhaupt so eine Überlebenstaktik? Ja, du weißt, ich bin der Sample. Ich bin der Beste. Warst du nicht auch in diesem einen Krieg auch? Ich war in vielen Kriegen. Okay. Und noch mehr Kriege habe ich verursacht. So, jetzt gehen wir aber. Okay. So, Vorsicht. Pass auf, dass uns nicht gleich jemand da schießt. Ja, Was ist das? Ich weiß es nicht. So, gehen wir runter. Warte, sind da nicht Minen? Seppel! Pass auf! Nein! Seppel ist tot! Leute! Das. Wo? Da ist jemand drin. Wo ist der? Ja, das ist eine gute Idee. Hä? Leute? Hä? Ah! Hilfe! Aua! Da ist jemand! Warum hast du meinen Freund Seppel getötet? Ah, das sag ich dir noch nicht. Seppel haben schon was. Meisterin, der hat auf mich geschossen. Aua, lassen Sie mich. Dich brauche ich nicht. Was denn diese Gossen? Die hat Seppel erschossen. Meisterin, bitte. Da, Hilfe. Schwinde. Bitte rette mich. Hey, warum, was willst du? Du hast Seppel auch erschossen. Du musst jetzt sterben, Bam. Der hat Dynamit, das kann ich nutzen. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Killer. Ich muss mich an der rächen. Warte, da ist noch jemand.
Ich muss zuhören, was sie da sagen. Gute Idee. Wir töten ihn. Rocky Zocki. Wir werden alle töten. Und uns gehört die Welt. Du hast schon die Bürgermeisterin. Ist das Dr. Doom? Bam. Explodiert. Haha. Schnell weg hier. Wo ist der? Mein Gott, das ist ja hier gestört, diese Welt. Ein Feuer. Alle töten. Ich muss schnell noch irgendwo in einen Laden kommen und mir was zu essen besorgen. Hat hier Seppel. Oh mein Gott. Hilfe. Ich sehe nichts. Ich verbrenne. Ich verstehe das nicht. Wie kann man Menschen umbringen? Da ist der Laden. Boah, da war noch so Erdbeben. Ich finde, diese Welt ist so krank. So schnell. Oh mein Gott. Heiß. Oh Mann. Da ist noch normal. Ja, ein Apfel. Nein. Was ist das, ein Pilz? Ist jemand? Heiß. Help me! Was? Hilf mir! Wo bist du? Nein, da will jemand. Hör dir das, Leute! Zu spät, Leute. Wo? Kommt raus und zeigt doch. Oh Gott. Ich muss in mein altes Haus und noch den letzten Reste plündern. Meine Mutter ist wieder abgehauen. Vielleicht sollte ich einfach auch in die Großstadt ziehen. Hallo. Glück gibt's noch diesen kleinen Hintereingang. Ich muss mich aber an diesen Menschen rächen, die Seppel umgebracht haben. Da ist sie. Komm runter! Ich werde mich jetzt an dir rächen. Seppel hätte es auch so gemacht. Wo bist du? Oh nein. Bitte. Wo bist du? Ich bin Killertyp. Lehrling von Seppel. Seppel, mein Versager. Bitte, ich kann da nicht runter. Bitte hau mich nicht runter. Komm!